Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Murder Mystery Adventure. In der kleinen Pause habe ich mir gerade ein paar Notizen gemacht. Also was heißt Notizen? Im Prinzip eigentlich bloß das, was wir sowieso im Notizbuch stehen haben. Bloß mal grafisch ein kleines bisschen aufgearbeitet für die bessere Übersicht. Und zwar haben wir ja 8 Räume, von denen wir 6 gefunden haben. Wir haben 8 Personen in den jeweiligen Räumen, von denen wir dementsprechend auch 6 gefunden haben. Wir haben 9 Waffen, von denen wir 6 gefunden haben und noch 2 finden müssen. Die letzte, die dann quasi fehlt, ist die Mordwaffe. Und zwar sind die Räume, die uns noch fehlen, Schlafzimmer und Küche, die ja quasi dann da oben eins sein wird. Oder eventuell auch alle beide. Mal sehen. Die Personen, die uns noch fehlen, sind Virginia Light und Captain Kidd. Und die 3 Waffen, von denen wir noch 2 finden müssen, sind Schwert, Hammer und Maulschlüssel. Wie ich das jetzt herausgefunden habe, ist im Prinzip ganz einfach. Ich bin ein Fuchs. Indem man quasi ans Telefon geht, hat man hier ja quasi, muss man ja von allen Personen auswählen, wer das ist, und da sind uns eben noch Captain Kidd und Virginia Light übrig geblieben. Wenn ich dann jetzt, wie wir vermuten, Professor Steele, komme ich in die Raumübersicht. Und da habe ich mir das einfach rausgeschrieben. Genauso, wenn wir jetzt sagen, Gesellschaftszimmer, haben wir jetzt hier die 9 Waffen, von denen uns eben noch 3 fehlen. Ist jetzt vielleicht nicht die feine englische Art, das so zu machen, aber ja, ich will ja hier auch mal irgendwie zu Potte kommen. So, was mir noch aufgefallen ist, um da oben, wir haben ja diese Dietriche, 12 Stück. Und hier oben um in diese letzten Räumlichkeiten zu kommen, wäre das ja relativ sinnvoll, die Dietriche anzuwenden. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, für was wir sonst die Dietriche verwenden sollen. Aber tja, das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie ich die verwenden sollte, wenn nicht für die Tür. Allerdings ja, haben wir halt also erstens weiß ich nicht, wie ich die Dietriche verwenden sollte. Denn du hast 12 Dietriche in deinem Inventar. Ich habe jetzt aber eigentlich auch schon alle Tasten mal durchprobiert. Und ja, ich kann ja, da habe ich doch aus Versehen wahrhaftig wirklich die Aufnahme beendet. War nicht meine Absicht. Was ich sagen wollte, ich habe ja alle Tasten durchprobiert und ich kann aber nirgendwo ein Inventar öffnen. Und auch in den Optionen gibt es irgendwie keine Übersicht, wie man ja, wie man das, ja, hallo, wie es eventuell in ein Inventar geht. Deswegen ist es wahrscheinlich doch so, dass wir einfach irgendwo einen Schlüssel finden müssen. Was jetzt unsere Aufgabe sein soll. Was natürlich jetzt einfach ein sinnloses Rumgesuche und Rumgeklicke werden kann, denn ich bin mir schon relativ sicher, dass ich einfach die Räume sehr, sehr gut abgesucht habe und sich daher der Schlüssel wahrscheinlich irgendwo, tja,
in etwas befindet. Und wir das natürlich nur öffnen können, indem wir wild drauf rumklicken. Macht jetzt natürlich nicht so viel, nicht so besonders viel Spaß, aber wenn das Spiel das so will, dann beugen wir uns dem. Wobei ich natürlich jetzt wirklich nicht glaube, dass hier in dem Esszimmer noch etwas ist und schon gar nicht der Schlüssel zum, ja, zum nächsten Raum. Und ich gehe jetzt einfach auch mal nicht davon aus, dass es hier irgendwo in den Zwischengängen oder so ist. Sondern dass das Spiel so fair ist und die Sachen dann schon wirklich in die Räume legt, wo etwas sein sollte. Dann schauen wir nochmal in das Büro. Wobei ich mir da auch relativ sicher bin, dass ja, hier der Schlüssel nicht ist, denn wir haben hier schon wirklich allerhand gefunden. Wir haben hier noch den Tresor, wir haben hier noch die Geheimtür. Und ja, ich denke einfach, dass sie da doch die Items mehr auf die Zimmer verteilen und dann nicht alles so, ja, so geballt in einen Raum machen. Wie ich vorhin gesagt habe, fehlt uns auch noch ein Schwert. Es ist aber nach wie vor nicht so eins von den Statuen hier. Dann schauen wir nochmal in den Tresor. Aber da ist auch wirklich bloß das Testament drin. Von Sir Arthur Conan Doyle, wo wir alle wissen, dass dieser gute Mann zum Beispiel, ja, Sherlock Holmes erfunden hat und die sehr, sehr interessanten Detektivfälle, wo ich übrigens auch ein großer Fan von bin, von, ja, allen möglichen Sachen, die mit Sherlock Holmes zusammenhängen, von Filmen, Büchern. Und natürlich auch Spielen in jeglicher Form. Dann gucken wir uns nochmal die Puppe an. Aber nee. Hier ist definitiv auch kein Schlüssel. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es in der Bibliothek sein wird, weil wir ja dort an der anschließenden Toilette ja das Stethoskop gefunden haben. Deswegen würde ich doch sagen, dass es hier in dem Raum ist oder was hat denn der Typ für Klamotten an? Vor allem, da das Spiel ja doch irgendwann 1800 Schieß mich tot spielt. Naja, sollen sie mal machen. Ja, gehe ich jedenfalls davon aus, dass sich der Schlüssel hier oder in dem, ja, wie war das genannt? Gesellschaftsraum. Weil wir dort ja bis jetzt nur die Tatwaffe gefunden hatten.
Was mich auch immer noch ein kleines bisschen wundert, ist, ja, dass ja hier eben gerade dort stand, dass wir vier Dietriche erhalten, wenn wir dieses Kartenspiel gewinnen, was wir ja schon in einer der letzten Folgen getan haben. Wir jetzt aber doch 12 Dietriche im Inventar haben. Sind noch so kleine Mysteriositäten, die das Spiel so aufwirft. Ah, ich hoffe nicht, dass aufgrund solcher Sachen das Mystery in dem Namen des Spiels steckt. Ah, man muss halt sagen, es verkommt jetzt doch langsam leider etwas zu, ja, einfach einem Schlüsselfindspiel, einem Schlüsselsuchspiel. Und so die richtig krassen Deduktionen mussten wir jetzt auch nicht durchführen. Es ist halt schon mehr einfach, ja, was anklicken. Das leitet uns woanders hin, oder führt uns woanders hin, und dort suchen wir dann die nächsten Sachen. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Okay. Das finde ich ein kleines bisschen schade. Also ich hätte mir da doch schon mehr irgendwie so ein bisschen Gehirnschmalz-Input in dem Spiel gewünscht. Denn auch die Minispiele waren ja jetzt nicht so der Wahnsinns-Oberhammer. Das war einmal ein Kartenspiel, was ja dann doch irgendwo relativ viel mit Glück zu tun hat, was man halt für Karten bekommt. Und ja, das Tresorknacken war dann auch, tada, hab ich's mir doch fast gedacht. Ich habe jetzt einfach mal Ausschau gehalten nach Büchern, die hier oben vielleicht etwas anders aussehen. Und jetzt haben wir natürlich nicht gelesen, was wir hier machen sollen. Deswegen gucke ich nochmal schnell zurück. Ja, aber um den Gedanken von vorhin noch. Ja, das Tresorknackspiel war ja im Prinzip eigentlich auch bloß suchen und dann den Knopf drehen. Das Einzige, was gerade ein bisschen, okay, Gehirnschmalz erfordert hat, war vielleicht dieses Vertratungsspiel vom Telefon. Aber da kommt man auch mit Probieren durch. Deswegen bin ich jetzt mal sehr auf dieses kleine Minispiel hier gespannt. Und wir lesen jetzt erstmal. Diese 8 Bücher scheinen eine Art binäres mechanisches Rätsel darzustellen. Ich nur wüsste, wie ich sie anordnen muss. Okay. Wir haben okay. Was wir jetzt genau machen müssen, ergibt sich mir jetzt noch nicht so direkt. Aber das war ja auch. Schon bei dem Tresorknackspiel.
Ah, okay. Ich bin dahinter gestiegen. Natürlich, ja, als ich jetzt nochmal kurz binäres Zahlenspiel, ist mir natürlich der Papierschnipsel wieder eingefallen jetzt. 0110. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Einsen immer für draußen stehen. So, wie war es jetzt weiter? 1100. 1100. So, okay. Jetzt ist ein Schlüssel aus der Regalleiste auf den Boden gefallen. Den haben wir jetzt hoffentlich eingesammelt. Ach nee, da liegt er. Okay. Ein Schlüssel fürs Schlafzimmer. Dann würde ich sagen, dass wir uns da jetzt mal hinbegeben und das eventuell. Gleich über diesen Weg tun. Ja gut, das Gehirn muss halt auch erstmal hochfahren, aber war jetzt im Prinzip dann auch kein großes Rätsel. Wenn man da nochmal, ja, kurz drüber nachdenkt, hätte man natürlich auch mal eine Minute früher drauf kommen können. Gerade bei der Beschreibung mit einem binären Zahlenrätsel und wir diese Zahlenkombination mit Nullen und Einsen bekommen haben, hätte man das sicherlich auch etwas, ja, etwas schneller lösen können. Also war jetzt im Prinzip eigentlich auch nicht so das Überrätsel. So, also da hinten passt jetzt der Schlüssel. Und wir kommen in einen neuen Raum, in dem es auch erstmal wieder nach oben geht und durch eine Tür und einen Gang und noch eine Tür. Ja, ob man das immer so übertreiben muss. Ja, und das ist jetzt der nette Mann, würde ich sagen, den wir irgendwie vorhin schon durch ein Fenster haben schimmern sehen, aus welchem Grund auch immer. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das der liebe Captain Kidd ist. Hier haben wir auch wieder einen Teddybären. Ja, das Zimmer untersuchen wir dann aber erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, wieder einschalten. Vielen Dank bisher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.